Das Pokalfinale war etwas Besonderes. Unglaubliche Atmosphäre mit 1500 Fans aus Oldenburg. Das Highlight war im Prinzip ihr, die Fans. Ihr habt es zum Highlight gemacht. Ich denke, so eine Fanfahrt wie diese gab es in Oldenburg noch nie. Dass wir selbst an einem Sonntagabend, wo das Spiel so spät war, so viele Leute generieren konnten, die uns da in Berlin unterstützen konnten und wie eine gelbe Wand hinter uns gestanden waren. We always stay close to the arena, but like, so we got in the bus and you didn't see anybody, and then you turn the corner and Alba has the same color, so it's like, oh, is it maybe a bunch of Alba fans? And you're like, wait, no, these are our fans. And as the bus is pulling up, and you kind of get chills and goosebumps, and we knew a lot of people were coming, but for them to be waiting outside for us to go into the arena, that was another feeling. That's something special. I don't think I've ever experienced anything like that in my career here. Ich darf mich nicht jetzt vor der Kamera versetzen in diesem Moment, weil ich werde anfangen zu weinen. Gott sei Dank, wir leben in einer modernen Technikzeit, wo haben wir auch viele Aufzeichnungen und wird man das auch dem Enkelkinder und vielleicht, wenn man sitzt in einem vorgeschrittenen Alter und guckt sich das an, da wird man noch immer gerne zurückblicken.